Moin Moin und hallo, herzlich willkommen hier bei Mad Games Tycoon. Ich weiß, es gibt schon viele Let's Plays davon, aber ich habe mir gedacht, ich fange damit auch mal an, weil es gab so viele Neuerungen und einige haben das schon gar nicht mehr weitergeguckt. Und von daher, so, wir sind hier in der Version 0.1607.20a. Also vom 20.07.2016. Ist immer noch Early Access. Gameplay ja, ist nichts. In der Grafikeinstellung. Na, wie sie es gehört. Ja, Musik habe ich ausgemacht. Ne? Ja. Okay, ja, wir fangen neu an. Wir sind Barney Stinson. Unsere Firma heißt Lasertag. Dann nehmen wir hier so was. Zack. Wir sind in Deutschland. So, Spielbedingungen. Tutorial deaktivieren wir. Zufällige Ereignisse lassen wir an. Zufällige Genrekombinationen. Ja, das ist natürlich lustig. Weil alles, was man weiß, ist dann über den Haufen geschmissen. Und zufällige Konzepteinstellungen. Das heißt, die ganzen Einstellungen für wisst ihr was? Soll lustig werden. Auch die Plattform Popularitäten. Ja, das heißt, dann, das sind einige Geräte, die heutzutage populär sind. Wie, ja, im Spiel heißen die ja ein bisschen anders, aber PlayStation, ja, die werden dann halt nicht so populär, da das zufällig ist. Und so ein Atari 2600, den gibt es nach 30 Jahren noch oder so. Keine Ahnung, wir machen es. Auch die Genrekombination und die Konzepteinstellung, das heißt, es wird lustig. Ja, ich glaube, dann habe ich doch den falschen Namen gewählt. Weil ich glaube nicht, dass ich das. Achso, ja, okay. In Game Design, in Programmierung, weil ich möchte qualitativ ein bisschen höherwertig. Ich lasse hier auch auf Sprite-Technik, weil das hat Einfluss darauf. Am Anfang haben wir nur Textausgabe und PC-Speaker-Sound. Und das, was man kann, das hat nachher auch Einfluss auf die Programmierung. Und das Erste, was es dann danach gibt, ist Sprite-Technik. Deswegen möchte ich das haben, weil diese hier, die kann man sich als Erstes mit einstellen. Ja, mein Spezialgenre ist Wirtschaftssimulation, weil Geschick, Arcade, Denkspiel, das sind immer so die drei, die man als Erstes hat. Ich glaube, danach kommt Rollenspiel und danach schon Wirtschaftssimulation, dann Jump'n'Run Adventure, ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht das immer so weiter, aber ich lasse auf Wirtschaftssimulation. Ist auch recht günstig zu erforschen. Mache ich immer auf Game Design und Programmierung. Was ich toll finde, ist, wenn man, ja, das zeige ich euch gleich in-game. Und Geschwindigkeit nochmal ein bisschen hoch, damit die Aufträge schneller erledigt werden. Für Programmierung, also für wenn wir in der Entwicklung sind, da braucht man Game Design, Programmierung, Grafik und Musik und Sound. Diese vier Attribute sind dafür wichtig. Ja. Aber nachher, wenn wir forschen, da brauchen wir nur Game Design. Deswegen lassen wir das so. Die Spielgeschwindigkeit mache ich auf normal. Wir fangen 1980 an. So, und Barney Stinson. Dort. Den sein Lieblingsspruch ist ja. Das war. Legend. Warte noch. Der. Legendär. Und deswegen habe ich Barney Stinson gewählt.
Aber mit diesen zufälligen, da möchte ich dann doch lieber auf normal erstmal probieren kommen, weil wir müssen rausfinden, wie weit wir, inwieweit wir die richtigen Einstellungen finden, damit wir auch Spiele rauskriegen. Auf Legendär würden wir wahrscheinlich zu schnell pleite gehen. Also auf normal. Normal, normal, normal. So. Ich mache immer erstmal auf Pause. Willkommen bei Mad Games Tycoon. Gründe eine Spielefirma zu den Anfängen der Game-Industrie und erschaffe ein Imperium. Zu Beginn sind viele Funktionen deaktiviert, aber mit der Zeit stehen dir weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Viel Spaß. So, dann haben wir hier oben 21 Sachen, die wir freischalten können. Wie die Forschung, eigene Engine, Nachfolger, DevKits, Kopierschutz und. Gibt es hier noch ganz viele. Bis hin zur eigenen Konsole. Da gehen wir später näher drauf ein. So, wir fangen an mit 100.000 und 0 Fans. Warum nicht umgekehrt? 100.000 Fans und 0. Dann könnte man Kredit auch. Nein. Okay, als erstes haben wir jetzt hier alles. Noch zu, es wird alles freigeschaltet. So, das hier sind 14. Und die anderen 7 sind andere Sachen. Wie DevKits, Engine programmieren und erstes, nee, zweites, drittes und viertes. Ja, zeige ich euch. Ich mache hier mal 3x5. Zack. Ja, Raum kann dahin. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, ein oder mache ich doch schon zwei? Da ich eigentlich, ups, ich möchte eigentlich schnell anfangen mit. Mit den hier, mal gucken, haben wir sogar eins, weil da gibt es richtig Schotter für 184.000, soll 43 Sterne. Eingeschicklichkeit, ja. Das Problem wird sein, 43. Puh. Mit der richtigen Einstellung ist das in Ordnung. Und was haben wir denn? Ah, wir haben auch noch Geschicklichkeit, das ist ganz gut. Das heißt, im Trend. Müssen wir nur gucken, Radioaktivität haben wir wahrscheinlich nicht. Aber Revolution ist ja fast so ähnlich wie Radioaktivität. Hauptsache keine Züge. Ein Unterthema können wir nehmen. Was haben wir genommen? Revolution. Ja, da können wir uns durchbuddeln. Eine Engine haben wir noch nicht. Zielgruppe. Ja. Normalerweise Adventure. Was für Erwachsene? Nee, das ist Geschicklichkeit. Geschicklichkeit normalerweise für Kinder. Mal gucken, ob es so geblieben ist. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Ja, der Name wird vorgegeben bei so einem Auftrag. Personal Computer, da kann man auch nichts ändern. Genau, hier die Plattformen, die werden auch noch freigeschaltet. Kopierschutz wird noch freigeschaltet. Ja, wir lassen das einfach mal so. Dann können wir am wenigsten Verkehr mitmachen. Und hoffen, dass wir, na, es reicht so, weil wir müssen Geld sparen. Wir lassen alles so und hoffen mal. Wie ihr seht, ohne Engine gibt es nur Textausgabe und Speaker Sound. Also normales Basic mit dem Beep. Ja. Ja, um das zu bewältigen. Oh, so viel. Wir brauchen Programmierer. Mal gucken. Kessler, Bo, Lachmann geht auch noch. Kessler, Bo ist gut. Bo hat hier beides sehr hoch. Den nehmen wir. Zack. Wunderbar.
Kosten auch gleich schon 4000. Oh Mann. So, hey, beide da rein. Dann mit den Tasten 1, 2, 3, 4 kann man die Geschwindigkeit machen. 1 ist Pause, 2 ist normal, 3 hohe Geschwindigkeit und 4 sehr hohe Geschwindigkeit. Ja, und die Taste 2, 3, 4, 1, 2 ist das. So, fangt an. Wenn man Aufträge erfolgreich schafft, gibt es Auftragsprozente. Umso höher die sind, umso besser und umso besser Aufträge kriegt man. Nur was mich stört ist, man programmiert hier ein Spiel. Wenn das eine Bewertung von über 70% gibt, dann wird das hier nicht mit angerechnet, obwohl man das Spiel ja programmiert hat. So, jetzt bin ich gespannt. Erstmal wieder hier auf Pause gemacht. Möchtest du veröffentlichen? Ja. Jetzt gibt es hier überall ein Erfahrung. Gibt es immer einen Stern. Erfahrung. Egal, komm, schneller. 32. Das gibt Minus. 43 sollten wir. Wir haben es wenigstens in der Zeit geschafft. Aber ja. Der Schuss ging schon mal nach hinten los. Das hätte viel Geld sein können. Also können wir nur Auftragsarbeit nehmen. Dann zeig mal, wir fangen mal an, was am schnellsten fertig gehen soll. Und hier gibt es 10.000 für. Machen wir. Zack. Ja, das Ganze geht auch in schnell. Die regeln sich schon wieder in den Gegenraum. 94, fertig. Nächster Auftrag. Auftragsarbeit. Achso, was ich noch zeigen wollte ist, wenn man hier auf Personal geht, dann steht hier oben, welche Eigenschaften hier verlangt werden. Also einmal hier, Game Design. Einmal hier, Programmierung, Grafik und Musik und Sound. So, sind wir beide 30. Bin ich 30, er 28. Grafik sind wir beide 10. Musik und Sound hat er 13 und ich 10. Also konnte es gar nichts werden. Wir müssen noch viele Aufträge machen. Apropos Auftrag. Auftragsarbeit. Zack. Wir können ja mal gucken, was für Dev-Kits wir brauchen. Aber dafür müssen wir gleich erstmal. Da ist wieder das Problem. Man muss immer ein bisschen hin und her machen. Das hier ist, glaube ich, der. Hier ist der Opel 2. Ist voll lustig. Da Opel 2. Astro Arcade. Und. Ist das der Olympus? Oder Olympic? Mann. Also, das klappt nicht immer. Und irgendwie lädt er jetzt. Da, Magma Olympus 2, siehst du. Aber um selber jetzt Spiele zu programmieren, würde ich hier die zwei Aufträge, die kannst du auch so mal eben machen. Da unten der Haken rein. Dann durchlaufen lassen. Dann passiert nämlich das. Hier mache ich mal normal. Zack. Und automatisch wird das nächste genommen. So. Wieso regeln die sich immer zusammen? Könnt ihr euch gegenseitig den Rücken kraulen? Ja, nee, auch noch krank. Kann ja wohl nicht angehen. Wie lange? Wie lange bist du krank? Hier, du bist noch in der Probezeit. Wieso steht das da nicht? Entlassen. Sonst habe ich gleich die Gewerkschaft auf dem Hals. Ja.
Ja, 1% haben wir trotzdem gekriegt. Hier gibt es nachher Lizenzen, Kopierschutz, Publishing-Angebote, Spielformat nehmen. Ja, wenn man nachher selber Spiele produziert. Engine, es gibt noch keine, weil es gibt noch gar keine Features. DevKits, ja, da braucht man erstmal das, was wir nicht haben. Okay, Geld haben wir ein bisschen. Ja. Mal eben ein Spiel entwickeln. Was haben wir denn da? Revolution mit Gangster. Zielgruppe Teenager. Glaube, kennen aber nicht so gut. Ah, ich mache hier da Behind Walls, ja. Geschicklichkeit, definitiv. Ja. Unter Genre gibt es noch nicht. Engine haben wir nicht. No, dann machen wir mal weiter. Zack. Ja, Personal Computer. Ah, wir wissen schon, mehr Gameplay und mehr Story. Setzen wir mal zwei rüber und da zwei rüber. Ja, mehr wissen wir nicht. Weil Spielberichte können wir erst erstellen, wenn wir ein Spiel programmiert haben, was mehr als 50 Bugs hat. Und ja. Ja, unser eigenes. Ja, doch, da lassen wir Englisch drin. Ja. Weniger Grafik. Weniger Sound. Mehr Technik und mehr Gameplay vielleicht. Man weiß es nicht. Man hört es nur. Und wie das ausgeht, das seht ihr beim nächsten Mal. Also, ich sage mal, wenn es euch gefallen hat, Daumen, Kommentare, Abos. Bin mit allem zufrieden. Wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Lazy.